Willkommen zurück zu Let's Play Mystery Case Files Ravenhurst 4. Beim letzten Mal haben wir Alistairs Wiederbelebung sabotiert, aber nicht aufhalten können. Und jetzt sind er und seine Enkelinnen auf der Flucht und wir müssen sie stoppen. Natürlich. Diese Statue scheint der Vorbote des Todes zu sein. Ein Siegel fehlt allerdings. Okay. Das ist Talisman, okay. Was für ein seltsamer Schlossmechanismus. Es gibt nichts, womit man den Fluss leiten kann. Noch nicht. Das müssen wir wahrscheinlich erst wieder finden. Sogar auf der Leinwand scheint der Wahnsinn von Charles Dalimer hindurch. Seine Augen verraten ihn. Ein Porträt von Rose Somerset mutwillig beschädigt. Emma Ravenhurst. Sie war so voller Leben, bis Charles sich ihrer angenommen hatte. Hier sitzt doch bestimmt irgendwo ein Rabe. Ja, da ist er. Okay, was haben wir hier? Kein gewöhnlicher Ofen. So viel ist klar. Wo sind die Hörner? Aha, wir brauchen Hörner. Wir haben aber bisher nur eins. Nach Jahren endloser Forschung, Tests und unzähligen Fehlern habe ich endlich eine Lösung gefunden. Wir haben bereits die Geräte, die wir benötigen. Wir müssen sie nur neu arrangieren und modifizieren. Bald werden wir unsere Theorie testen können. Wenn wir Erfolg haben, haben wir unser Ziel erreicht. Großvater wird aus dem Jenseits zurückkehren und die Welt wird seinen Zorn spüren. Gönnrinin und Charlotte. Fernsehen 8.2015, für die Ewigkeit aufgezeichnet. So verrückt wie sie auch sind, man muss das Durchhaltevermögen der Dalimas würdigen. Da fehlt ein Buch. Na gut. Eine Art Nachbildung, aber sie wurde nie fertiggestellt. Hand. Ach Moment, hier ist der Porträtteil. Den hatten wir doch schon die ganze Zeit. Eine stolze Mutter hat ihre Kinder immer nah bei sich, im Herzen und in den Erinnerungen. Verbunden wie im Leben, so im Tod. Wie im Schmerz, so in der Liebe. Unsere großartige Familie wird bald wieder vereint sein. Plant Alistair, seine gesamte Familie wieder zu beleben? Das wäre schlecht. Sehr schlecht sogar. Die Porträts müssen sogar vor der Zeit selbst geschützt worden sein. In diesen Gemälden gibt es kleine Ausschnitte, aber man kann sie kaum erkennen. Wir brauchen echt nur den Kopf. Okay, ich hatte gehofft, wir brauchen noch irgendwas anderes. Na klar, hier gibt es ja auch wieder was zu tun. Sorry, das vergesse ich immer. Positioniere die Kacheln. Die Zahl auf jeder Kachel zeigt an, wie viele Kacheln sich daneben befinden können. Oh je.
It's futile, you see. Halt die Klappe. Okay. So. Nein, doch nicht. There's no escape this time. Okay. Fast. Ha, okay, das war cool. You, such a pity. You came even closer than I thought you would. But it's too late. Far too late. Du behauptest, es sei zu spät, aber solange ich am Leben bin, kann ich dich aufhalten. Okay, das Mysterium ist besiegt. Es gibt kein neues Rätsel mehr. Schade eigentlich. Rabenzahnrad. Verflixt. Gerade als ich mir Hoffnung machte, ich muss weitersuchen. Alpha, Beta und hier ist dann Gamma. Jetzt habe ich drei Gemäldesymbole. Verlorene Geschichte Englands, Band 1. Der dritte Beweis ist eine Legende aus dem 17. Jahrhundert, die mir von einem wichtigen Informanten erzählt wurde. Mr. Cormac, ein 92-jähriger Bewohner von NW17. Obwohl viele Details in Vergessenheit geraten sind, beschreiben die wichtigsten einen Ort, an dem dunkle Magie praktiziert wurde und die Zerstörung des Ortes einleitete. Mit diesen Beweisen bewaffnet werde ich eine Expedition zu der angeblichen Position von NW17 vorbereiten und seine Existenz ein für alle Mal beweisen. Nach allem, was ich heute Nacht durchgemacht habe, ich bin fast dazu bereit, Jellas Behauptungen zu den verlorenen Städten zu glauben. Ja, warum nicht, zumal Jella auch hier gelandet ist.
Okay, wir brauchen eine Pyramide, ein Horusauge und eine Schädelscheibe. Muss mich mal eben anders hinsetzen. So. Dann noch eine Schlange. Ein Glasauge. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Habe ich schon. Dann ein Dolch, eine Feder und eine Spritze. Eine Schriftrolle habe ich jetzt auch. Drei Tarotkarten. Die Stangen sind schwer, ich muss meine Kraft sparen. Außerdem noch eine Stierkette und ein Kristall. Der ist hier hinter. Was zum Teufel ist eine Stierkette? Ach, das da. Okay. Und wir haben eine Schädelscheibe. Brauchen wir die hier draußen? Yeah. Okay. Labor. Sie müssen viele Gipse angefertigt haben, um die Knochen in ihrer entstellten Experimente zu richten. Ihrer entstellten Experimente zu richten. So. Ich weiß nicht, was dies tut, aber es wird durch zwei Zahnräder angetrieben. Wenn ich mir die Klingen genauer ansehe, würde ich einen Arm oder eine Hand verlieren. Oder beides. Das ist schlimmer als ein Menschheitsverbrechen. Es ist ein Naturverbrechen. Ein altmodisches Vorhängeschloss. Ich kann den Mechanismus knacken, aber ich benötige dafür etwas Dünnes. Schädel. Das ist schlimmer als ein Menschheitsverbrechen. Ja, bla bla. Nach allem, was ich schon Furchtbares hier gesehen habe, möchte ich gar nicht wissen, was sich hier versteckt. Nein, ich eigentlich auch nicht. Da ist das verlorene Buch. Sie haben anscheinend mit Genetik experimentiert, aber ich möchte gar nicht wissen, warum. Bist du denn nicht neugierig? Ein bisschen wenigstens? Ja, yeah. Geheime Alkoven sind heutzutage der letzte Schrei unter Schurken. Mit einer Anleitung bekomme ich das schon hin. Oh, Moment, Gussanleitung. Zuerst Gips. Dann Wasser. Und wir haben einen vitruvianischen Mann. Eine verschlossene Truhe mit einem in einem Geheimfach? Sie sind wirklich paranoid. Ja. Kam denn jetzt dieses Männchen hin hier? Fünfte, vierte, 2015. Rekonstruktion des Ravenhurst-Herrenhauses ist im Gange. Wir haben uns bereits in die Höhlen unter dem Anwesen vorgearbeitet und sind vor neugierigen Blicken geschützt. Labors und Behälterkammern funktionieren mit voller Kapazität und mit vielen gesunden Bauarbeitern haben wir viele Teilnehmer für unsere Experimente. Vater und Bruder werden bald zurück sein.
17.05.2015. Scheitern und Scheitern. Selbst die größten und stärksten Bauarbeiter können unsere Experimente nicht aushalten. Ihre Physik kann dem Druck der Seelentrennung und Transferierung nicht standhalten. Jede Person zeigte extreme Krämpfe und Zuckungen, die zu einem grausamen Tod führten. Wir müssen etwas komplett Neues entwerfen. 1.2.6. Nach unzähligen Stunden der Forschung und Debatten ereilte mich die Inspiration. Wir entschlossen uns dazu, einen neuen Körper für Vater zu erschaffen, indem wir Thanatos und ein menschliches Genom verbinden. Großvater hatte Thanatos Körper mit okkulter Energie verbessert. Nun sollte der menschliche Körper der Beschädigung durch den Seelentransfer widerstehen können. Das Experiment ist bereits im Gang. 18.07. Wir haben eine schreckliche Niederlage erlitten. Einen Monat vor der Geburt von Vaters neuem Körper wachte er auf und wusste, was geschieht. Er murmelte sogar lächerlichen Schwachsinn in Vaters Stimme. Er war für genau 4 Minuten am Leben, bevor er an Herzversagen starb. All unsere Zeit und Mühe war umsonst. Ist es nicht eigentlich Großvater? 22.08. Nach einem Monat bitterer Niederlagen hegen wir neue Hoffnung. Großvater hat den Schleier durchbrochen und mit uns in unseren Träumen gesprochen. Er sagte uns, dass nicht unsere Experimente das Problem sind, sondern Charles und Victor. Sie sind einfach nicht stark genug, die Brücke zwischen Leben und Tod zu überdauern. Aber Alistair schon. Ach Moment, sie wollten erst den Vater wiederbeleben, okay? 23.08. Großvater besuchte uns erneut in unseren Träumen. Jäger und Nebelwandler, die durch einen Meisterdetektiv geführt werden, waren außerstande, ihn in Dire Grove zu zerstören. Er war in einer Zwischenwelt gefangen. Und nun wird er zu uns zurückkehren. Aber sein Körper wird im Kindesalter sein, er wird ständige Überwachung benötigen. Er bat uns, keine Zeit mehr für unnötige Bemühungen zu vergeuden und lieber seinen neuen Körper zu beschützen. Sobald er reift, wird er wieder mit uns vereint sein. Okay, in Dire Grove waren also die hinter uns, sehr gut zu wissen. Jetzt habe ich einen Riemen. Ja, weiß ich. Und wir haben einen Skelettschlüssel. Meine Liebsten, durch die Wirkung eurer Mühen werde ich bald aus der Dunkelheit zurückkehren. Bereitet meine Ankunft hier unten beschrieben vor. Wenn der Tod einen Menschen fordert, werden 2 Prozesse gestartet. Die Seele verlässt den Körper, aber die spirituellen Überreste verbleiben im Schädel der Person. Im antiken Karakum habe ich verbotene Techniken erlernt, die diese Fragmente des Wissens und der Erinnerung verbrauchen. Sammelt deshalb die Schädel der Opfer und der fehlgeschlagenen Experimente ein. Jede Erinnerung, jede Information, die ich konsumieren kann, wird mein Verständnis eures Reiches verstärken und die Grundlage für mein nächstes Design legen. Großvater. Das ist schrecklicher als schrecklich. Er möchte sich Erinnerungen von Menschen einverleiben, aber wozu? Falsch. Falsch abgebogen, sorry. Okay, wir brauchen hier diesen Schmetterling, dann das da. Ein Schlüssel, Tabletten, eine Feder. Und wir haben jetzt die beiden Rohre, die wir für die letzte Tür brauchen. Dieser Part geht jetzt einfach so lange, bis wir durch sind. Außer das Rätsel hier ist jetzt mega lang, dann mache ich doch noch 2 Parts draus. Verloren. Okay, cool.
Yes! More power, Gwendolyn! Sie scheinen eine Art Ritual durchzuführen. Ich muss sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ist hier irgendwo ein Rabe? Ich glaube nicht. Das Ritual setzt die Maschine zu sehr unter Druck. Wenn ich die Anzeige ersetze, kann ich vielleicht den Dampffluss leiten. Doch, hier ist ein Rabe. Hab ich echt viel übersehen? Schade. Ich muss Charlotte unschädlich machen, bevor ich weitermachen kann. Das Rohr bei ihrem Kopf sollte dabei helfen. Okay. 1, 2, 3, 4. Nein. Nothing can stop me now! Jetzt steht mir nur noch eine im Weg. Wenn ich die Ketten kontrollieren könnte, wäre es mir möglich, Gwendolyn K.O. zu schlagen. Immortality is within my grasp. Und die zweite ist auch geschafft. Alistair ist von den Energieladungen geblendet. Ich kann die ganze Maschine steuern. Alistair ist durch den Regenerationsprozess zu schwach. Er kann eine Energieladung nicht überleben. Drehe die Ventilräder so, dass die Flüssigkeit in die erste Kammer läuft. Wo ist denn? Was ist denn die erste Kammer? Ist das die erste Kammer? Nee, das ist die erste Kammer, oder? Ah. Gwendolyn! Enough! That's too much energy! Okay. Jetzt sind die zweite. Ist das die zweite bestimmt? Ich weiß nicht so genau. Wieso rum funktioniert das nicht? Thank you.
this doesn't end here! Wir jetzt von dem besessen. Wow! Danke, dass du Mr. Case Files Ravenhearst, der Schlüssel zu Ravenhearst, gespielt hast. Ja, wow! Das war also der vierte Teil von Ravenhearst, die Main Story. Ja, ich bin sehr begeistert tatsächlich. Es war nicht so psycho, creepy, eklig wie der letzte Teil, aber ansonsten sehr gut gemacht, fantastische Rätsel. Angenehme Wimmelbildszenen, also in denen man auch viel tun müsste. Nicht zu viel, nicht zu wenig, vor allen Dingen keine mehr als einmal. Dann auch noch richtig, richtig lang, super viele Locations. Das mit den Raben finden fand ich super. Super schöne Kulissen und alles immer noch sehr mysteriös. Wie gesagt, nicht gruselig, aber doch sehr, sehr düster und gut gemacht. Auch dass es zwei Zwillinge sind, dass es die von Rose sind, war mir eigentlich... war mir klar, sobald sie sagte, oh Gott, es sind zwei, aber davor wusste man ja nicht, dass es überhaupt zwei sind. Entschuldigung. Ja, also auch ein offenes Ende. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Teil, den ich hier nachspielen werde, aber erstmal machen wir das Bonuskapitel. Ja, mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seht euch auch noch die nächsten Parts an. Und ja, Ravenhearst, da bekommt man einfach Qualität. Und das schon immer. Bis zum nächsten Mal.